Was war eigentlich der Patronus von Tom Riddle? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Tom Marvolo Riddle, alias Lord Voldemort und seinen Patronus. Könnte Tom Riddle einst einen Patronus gehabt haben? Lord Voldemort sicher nicht, aber bevor er der dunkle Lord wurde, bevor er seine Seele spaltete, als er nur ein kleiner Junge war, der in Hogwarts sein Handwerk lernte, war es da möglich, dass er einen Patronus hatte? Einen Patronus hätte Tom nur beschwören können mit seiner reinen Seele, bevor er sie gespalten hatte, also bevor er die Horcruxe erschaffen hatte. Tom Riddle war in sehr jungen Jahren schon sehr geschickt und er muss, wenn er jemals einen Patronus hatte, ihn in seinen ersten Hogwarts-Jahren beschworen haben. Tom Marvolo Riddle hatte nie das Gefühl, dass er jemanden oder etwas braucht. Er hat nie um Hilfe gebeten, also kann ich verstehen, warum ein Patronus ihm nie in den Sinn kam. Aber wenn doch, und er wollte ihn heraufbeschwören, was für glückliche Erinnerungen hatte er und welches Tier sollte es sein? Tom Riddle hatte keine glücklichen Kindheitserinnerungen und das ist ziemlich traurig, aber es ist wahr. Er hatte einen glücklichen Ort, aber der einzige Ort, der ihm das Gefühl gab, dazuzugehören, war Hogwarts. Hogwarts war sein Zuhause und bei dem Gedanken, es jeden Sommer verlassen zu müssen, etwas, das er wirklich hasste, erscheint es sehr schwer, einen Patronus zaubern zu können. Denn für einen Patronus braucht man starke, glückliche Erinnerungen von einem Ort oder einer Person. Wahrscheinlich war Toms glücklichste Erinnerung von dem Tag, als er herausfand, dass er nicht allein ist in der Magiewelt. Oder das erste Mal, dass er merkte, dass er der Mächtigste ist. Wie auch immer, ich glaube, wenn er einen Patronus hatte, dann war es eine von diesen drei Kreaturen. Das erste Tier wäre ganz offensichtlich die Schlange. Und dies ist so offensichtlich, weil er ein Paselmund ist, der direkte Nachkomme von Salazar Slytherin. Er war ebenfalls im Haus Slytherin und selbst als Lord Voldemort nimmt er ein schlangenähnliches Aussehen an. Das ist einfach zu offensichtlich und obwohl es eine Möglichkeit ist, ist es nicht einfach überraschend. Was ist nun mit den anderen beiden Tieren oder Kreaturen, die es möglicherweise sein könnten? Nun, ich möchte euch daran erinnern, dass ein Patronus jede Kreatur sein kann, magisch oder auch nicht magisch. Wie wir alle wissen, hat Tom es wirklich geliebt, Angst zu verbreiten und jeden in Schock und Schrecken zu versetzen. Er hat es wirklich genossen und er hat es sich zu eigen gemacht. Könnte sein Patronus vielleicht ein Irrwicht sein? Das ist eine Kreatur, die sich in das verwandelt, was die Person am meisten fürchtet. Das scheint mir für einen Mann von Toms Charakter durchaus angemessen. Ein Irrwicht ist eine Kreatur, die nicht darum gebeten hat, solche Fähigkeiten zu besitzen. Also finde ich es durchaus zutreffend. Die letzte Kreatur, von der ich glaube, dass sie es sein könnte, kennen wir aus dieser Filmreihe, als auch aus anderen berühmten Filmreihen. Ein Drache. Die Persönlichkeit von Voldemort erinnert mich an den Drachen Smaug aus Der Hobbit. Dieser verbreitet Angst und Schrecken überall, wo er hingeht. Er nimmt sich einfach, was er möchte und fragt nicht um Erlaubnis. Tom Riddles Patronus könnte also genauso gut ein Drache sein. Was denkst du über die vorgeschlagenen Optionen? Denkst du, sein Patronus könnte ein anderer sein? Dann schreib es gerne in die Kommentare. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.